Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Neu-Alte Comics-Video. Es ist Heiligabend, Weihnachten. Ich mache nur ein ganz kurzes Video, weil Familie. Und ich hoffe, ihr seid auch nicht zu sehr heute auf YouTube unterwegs, sondern genießt diesen Abend und die nächsten Tage und auch Silvester. Wobei Silvester vielleicht wieder was kommt. Wir haben die neue 53 der Entenhausen-Edition und da gucken wir auch kurz rein. Drinnen ist, wie halt ganz normal bei dieser Bugs Library, Nachdruck, der Schlangenring, ein schlechter Verlierer und Arturo der Affe. Zum Schlangenring muss man sagen, von diesem musste Bugs, ja, ich habe hier ein bisschen weihnachtlich dekoriert, wie ihr vielleicht seht, auf jeden Fall von diesem musste Bugs einige Seiten neu zeichnen. Allerdings weiß ich nicht, ob die neue oder die alte Version der Zeichnungen in diesem Heft erschienen sind. Soweit ich weiß, in der Bugs Library wurden beide Sachen abgedruckt, sowohl die alte und auch die neue Version der Seiten, die neu gezeichnet werden mussten. Also die Rekonstruktion und die selbst neu gezeichneten von Bugs. Aber hier hat man natürlich einfach nur das Comic reingezeichnet. Das Comic ist auch sehr schön für seine Landschaften. Eine Sache, die Bugs aus dem National Geographic immer schön abgezeichnet hat, waren gewisse Sehenswürdigkeiten. So auch hier zum Beispiel. Natürlich hat er die jetzt umgestellt, weil die in Wirklichkeit nicht da an der Stelle stehen können. Aber das ist egal. Dann ein schlechter Verlierer. Dieses wurde, soweit ich weiß, auch nur nachgezeichnet von jemand anderen nochmal, weil es so nicht mehr existiert. Und bei Arturo der Affe ist es, glaube ich, auch so, was man auch gerade solche Bilder, glaube ich, zeigen das vielleicht auch. Außer natürlich, man könnte jetzt sagen, das ist alles noch die frühe Phase des Donald Duck Comics. Und Donald sieht hier auch immer noch ein bisschen anders aus als in späteren Heften, hat einen längeren Hals und sein Schnabel ist vielleicht hier und da auch mal etwas größer. Aber ja, meiner Meinung nach, wie gesagt, immer noch das Beste, was es aktuell gibt. Vor allen Dingen jetzt auch. Die neuesten Hefte haben immer hinten drin noch mal ein cooles Artwork. Meiner Meinung nach eine richtig geile Sache. Gut, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Feiert schön. Wir sehen uns spätestens am 1. Februar wieder mit der neuen Ausgabe davon. Und natürlich vorher noch mit anderen Reihen. Und irgendwann nächstes Jahr hoffentlich startet dann auch mal die DuckTales-Reihe bei mir. Bis dann. Ciao.